Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr zwei Ärmel gleichzeitig auf einer Nadel stricken könnt, auf einer Rundstücknadel mit der Magic Loop Methode. Der Vorteil dieser Methode ist, dass ihr erstens beide Ärmel gleichzeitig fertig habt, beide Ärmel gleich lang sind und für diejenigen, die Probleme mit kurzen Nadeln haben oder mit kurzen Rundstücknadeln, für die ist die Methode auch sinnvoll, weil ihr einfach mit diesen langen Nadeln weiter stricken könnt und eure Ärmel damit stricken könnt. Ich zeige euch heute, wie man die Maschen dafür aufnimmt, damit beide Ärmel gleichzeitig auf der Nadel landen und wie man dann die erste Runde auch abstrickt. Und es wiederholt sich ja dann immer, das geht immer so weiter. Was ihr dazu braucht, ist unbedingt eine genügend lange Rundstricknadel. Die sollte mindestens 100 cm haben oder mehr, je nachdem wie breit eure Ärmel sind. Also die Ärmel müssen beide hier gut, wenn man die Nadel doppelt nimmt, auf die Nadeln drauf passen. Außerdem braucht ihr zwei Knäuel von eurem Ärmelgarn, weil ihr ja die unterschiedlich stricken müsst. Wenn ihr nur ein Knäuel nimmt, strickt ihr beide Ärmel zusammen, das funktioniert nicht. Also ich habe hier mein Garn geteilt. Ich habe mir jetzt hier die Ärmel schon mal so hingerichtet, und zwar so, bei der Pulli liegt gerade vor mir, dass beide Ärmel so nach innen zeigen. Ob ihr die jetzt so rum aufnimmt oder so rum, das bleibt euch überlassen. Dadurch, dass rund gestrickt wird, ist es eigentlich egal. Ich habe jetzt hier mir die Ärmelmaschen auf so einen Plastikfaden stillgelegt damals, bevor ich den Körper gestrickt habe. Und ich habe mir hier jetzt auch für das Video schon mal die Hälfte der Ärmelmaschen markiert. Ich zeige euch jetzt auch gleich warum. In dem Fall habe ich jetzt hier beim linken Ärmel das aufgeschnitten, damit ich es schneller aufnehmen kann. Das müsst ihr nicht. Ihr könnt dann auch einfach hier entlang durchgehen. Das ist jetzt einfach der Einfachheit halber, um euch das schneller zeigen zu können. Vom Prinzip her machen wir es so, wir gehen eigentlich mit der Rundstricknadel einmal hier erstmal die Hälfte des rechten Ärmels rum. Dann nehmen wir komplett die Ärmelmaschen auf vom linken Ärmel und dann die zweite Hälfte des rechten Ärmels. Das ist so das Prinzip. Am Schluss müsst ihr mit beiden Nadeln, mit beiden Nadelspitzen auf der gleichen Seite rauskommen. Das ist wichtig. Wenn ihr so rum rauskommt, seid ihr falsch. Also das ist eigentlich das, wo ihr euch bei der Magic Loop Methode merken müsst. Ihr müsst hier mit beiden Nadelspitzen wieder gleich sein. Also ich fange jetzt an mit der Seite. Ich nehme jetzt hier meine Ärmelmaschen auf, beziehungsweise die Hälfte der Ärmelmaschen des rechten Ärmels. Und die ziehe ich mir jetzt hier einfach durch. Das ist der Vorteil von diesen Plastikbändern, man kann es einfach draufschieben. So, hier habe ich jetzt die Hälfte vom rechten Ärmel, ziehe mir das jetzt durch. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem linken Ärmel, erstmal mit der einen Hälfte. Ziehe ich auch hier drauf. So, es ist jetzt von beiden Ärmeln erstmal die Hälfte drauf. Jetzt ziehe ich mir das Seil relativ weit durch, damit ich hier so einen Bogen bilden kann, hier so eine Schlaufe bilden kann. Und nehme jetzt die Ärmelmaschen von dem linken Ärmel von der anderen Seite her auf. Die ziehe ich mir jetzt hier auch drauf. Einmal durchziehen. Jetzt habe ich hier, seht ihr das, ich habe hier schon mal meine Nadel, da ist die rechte Ärmel, hier der linke Ärmel ist jetzt komplett auf der Nadel und hier bildet die Nadel, die Rundstricknadel, so eine Schlaufe. Die Schlaufe solltet ihr auch lassen, es ist nicht schlimm, wenn ihr das mal durchzieht, ihr müsst nur wissen, wo wieder euer Rundenbeginn ist, aber der wird ja dann bei den Ärmeln in den meisten Anleitungen sowieso markiert, beziehungsweise den solltet ihr euch auch markieren. So, und jetzt nehme ich am Schluss noch die restlichen Maschen von dem rechten Ärmel drauf. Die ziehe ich mir jetzt auch drauf.
Wie ihr seht, habe ich jetzt beide Ärmel auf einer Rundstecknadel. Hier, die hängen hier beide schön drauf. Hier habe ich den Magic Loop und mit den Nadeln vorne kann ich jetzt stricken. Jetzt könnt ihr ganz normal euren Faden ansetzen. Was ihr machen solltet, euch immer einen Ärmel oder den ersten Ärmel markieren, damit ihr wisst, wo euer Rundenanfang ist und wo, wenn ihr später Abnahmen arbeiten müsst, wie bei den meisten Ärmeln, damit ihr wisst, wo ihr angefangen habt, die Abnahmen zu arbeiten. Wo ihr auch eben bei Abnahmen darauf achten müsst, dass ihr die immer zweimal macht. Also ihr müsst dann bei den meisten Anleitungen eben hier einmal abnehmen, hier und dann auf der anderen Seite nochmal. Also ihr müsst statt zwei Abnahmen, müsst ihr im Prinzip vier arbeiten für eure ganze Nadel. Man vergisst es ganz gern, weil man immer nur ein bisschen denkt, man stickt nur einen Ärmel und nimmt dann nur hier ab und dann mit der Ende und das wäre dann falsch. Also ihr müsst immer euch denken, ihr habt beide Ärmel und müsst beide Ärmel auch gleich arbeiten. Ich markiere mir jetzt hier einfach mal meinen ersten Ärmel, dann weiß ich auch gleich, dass ich hier mal anfange. Jetzt nehme ich mein erstes Knäuel. Bei der Magic Loop Methode könnt ihr euch immer merken, die hintere Nadel wird immer rausgezogen und wird zum Stricken genommen. Also immer so nehmen, dass die hintere Nadel gut raus ist und aufpassen, dass ihr hier diesen Loop nicht durchzieht. Darum braucht ihr auch entsprechend langes Seil, weil wenn das Seil zu kurz ist, zieht ihr das immer gleich durch. So, und jetzt kann ich hier anfangen. Ich fange jetzt an, meine erste Nadel oder meinen ersten Ärmelteil abzustricken mit meinem ersten Knäuel. Setze den Faden an. Und stricke das jetzt hier ab. Die Maschen unter den Achseln nehme ich dann immer in der ersten oder zweiten Runde erst auf. Also jetzt habe ich keine aufgenommen, das kann ich dann hier am Ende machen. Ich stricke jetzt hier meinen ersten Ärmel ab. Das war jetzt die erste Hälfte des rechten Ärmels, die habe ich jetzt mal abgestickt hier. Jetzt lege ich das eine Knäuel zur Seite, weil jetzt beginnt der zweite Ärmel, da braucht ihr das zweite Knäuel dazu. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Ihr könnt jetzt hier auch, jetzt habt ihr zwei Schlaufen, hier immer ein bisschen nachziehen, hier die Schlaufe so lassen, beziehungsweise auch mal ein bisschen nachschieben und hier wieder die Nadel weiterschieben, euer zweites Knäuel ansetzen und genauso die Nadel abstricken. Da eben wichtig, darauf achten, dass ihr die Knäuel wechselt, sonst strickt ihr beide Ärmel zusammen und das wäre ungünstig, dann habt ihr eine Zwangsjacke. Wie gesagt, das Prinzip ist das gleiche wie zwei Socken auf einer Nadel zu stricken, mit dem Unterschied, dass ihr die Maschen nicht neu anschlagen müsst, sondern dass ihr die einfach bequem aufnehmen könnt. Ich mag die Methode sehr gern, weil ich eben dann den Vorteil habe, dass ich beide Ärmel gleichzeitig fertig habe und weil ich Probleme habe mit den Händen, mit zu kurzen Nadeln, egal welche ich nehme. Und so habe ich immer eine lange Nadel, so wie ich normal auch stricke. So, das war der erste Teil des linken Ärmels. Den habe ich jetzt abgestickt. Jetzt seht ihr, es sind beide Nadeln wieder auf einer Seite. So, jetzt kann ich hier den Loop ein bisschen nachziehen. Ihr seht, das sind jetzt beide Nadelspitzen auf der linken Seite und jetzt kann ich das Ganze wenden. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt mit den beiden Knäueln, das ist aber gar nicht so schlimm, wie es ausschaut. Die sortiere ich mir dann immer gleich wieder hin. Und jetzt geht es gleich auf der anderen Seite weiter. Ich habe hinten meinen Faden, wir schicken immer noch den linken Ärmel jetzt von der anderen Seite aus gesehen, schiebe hier wieder durch, ziehe die hintere Nadel raus. Und kann jetzt hier, da bin ich jetzt eben an der Achsel, ich muss jetzt zwei Maschen aufnehmen, die nehme ich hier gleich mit auf. Jetzt einfach hier mal auf. Kann mir hier gleich meinen Rundenbeginn oder die Seitennaht markieren. Nimm dann hier nochmal irgendwo zwischendrin. Ich nähe das nachher dann eh wieder zusammen. Zwei Maschen auf. Und jetzt kann ich den Rest von dem Ärmel abstricken. So, da
Damit habe ich einen Ärmel schon mal fertig. Jetzt muss ich wieder das Knäuel wechseln, weil ich zum anderen Ärmel komme. Habe ich hier hinten auch meinen Faden und stricke die Nadel ab. Kann ich mir das immer hier ein bisschen wieder hinsortieren. So, jetzt bin ich hier bei diesem Ärmel unter der Achsel gelandet, kann hier dann auch gleich wieder zwei Maschen aufnehmen. Jetzt habe ich keinen Maschenmarkierer mehr, aber das sieht man jetzt trotzdem. Und jetzt kann ich wieder, ich habe wieder beide Nadeln auf einer Seite, kann mir das wieder hinziehen hier ein bisschen und wende dann wieder. Das Ganze wird jetzt wieder gewendet. Jetzt seht ihr, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite am Anfang, so wie es am Anfang war, habe wieder meine beiden Ärmel hier, habe jetzt einmal rundherum gestrickt, das heißt, ich habe jetzt die erste Ärmelrunde beendet. Und so vom Prinzip her geht das jetzt komplett weiter bis unten. Wie gesagt, wo ihr aufpassen müsst, wenn ihr Muster einstrickt, dass ihr die dann immer zweimal macht oder eben wenn ihr Zu- oder Abnahmen habt, dass ihr da eben aufpasst, dass es zwei Ärmel sind und nicht nur einer. Das ist mir am Anfang immer passiert. Ja, so einfach ist es, zwei Ärmel gleichzeitig auf einer Nadel zu sticken.